Der große Rat möchte seine Glückwünsche überbringen, Hoheit. Zur Geburt. Aber es gibt Gerüchte im Volk. Was für Gerüchte? Dass die Herzogin ein Mädchen geboren und Burgund wieder keinen Thronfolger hat. Gott hat mir einen Sohn geschenkt. Burgund hat einen Thronfolger. Glaubst du deinem Herzog etwa nicht? Natürlich. Aber das Volk braucht Gewissheit. Es möchte gerne feiern. Aber danach ist keinem zumute. Leider, sie sind enttäuscht und wütend. Und davor warnst ausgerechnet du mich? Gerüchte breiten sich rasch aus und haben Folgen. Einige wollen sogar zu den Waffen greifen, gegen euch. Wen würdet ihr wohl zur Verantwortung ziehen, würde das geschehen? Diese Idioten. Sie malen stets den Teufel an die Wand. Ja. Ich lade das Volk ein. Was? Wir werden die Geburt mit einer Messe feiern, sobald die Herzogin das Wochenbett verlassen hat. Jeder, der kommen will, kann es tun und sehen mit eigenen Augen. Philipp, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott gebe dir ein langes und erfülltes Leben. Du wirst die Hilfe erfahren, auf die du wartest. Amen. Amen. Wer hat euch erzählt, ich hätte einer Tochter das Leben geschenkt? Ist das ein Mädchen? Oder ist das ein Thronfolger? Euer Thronfolger! Mein Sohn! Herzog Philipp! Lang lebe Philipp! Lang lebe Philipp! Lang!